dezidiert konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast mit Werner Reichel. Rund 65.000 Schwule, Lesben, Transen und Diverse feiern am 24. Juli dieses Jahres in Berlin halbnackt, Körper an Körper und großteils maskenlos den Christopher Street Day. Corona-Inzidenzen, 3G-Regeln, Delta-Variante und Ansteckungsgefahr sind an diesem Tag weder für Politik und Behörden noch für Mainstream-Medien ein Thema. Die Massenveranstaltung wird anstandslos genehmigt, weil politisch erwünscht. Zahlreiche Politiker, wie etwa der Berliner Kultursenator Klaus Lederer, feiern ausgelassen mit. Das so gefährliche Virus hat am Christopher Street Day, dem offiziellen Gedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen, im offiziellen Deutschland Ruhepause. Pandemiebekämpfung kommt auf der Prioritätenliste deutscher Politiker, Medien und Behörden offensichtlich weit hinter der Abhaltung von Aufmärschen und anderer Sonderrechte sexueller Minderheiten. Auch die Mainstream-Medien haben nichts gegen den Aufmarsch von zigtausenden guten, bunten, diskriminierten und unterdrückten Menschen. Eine Woche später ein völlig anderes Bild. Die Polizei verbietet 3 angemeldete Querdenker-Demos in Berlin. Das Oberverwaltungsgericht bestätigt nach einem Einspruch das Versammlungsverbot. Das politmediale Establishment ist sich einig. Regierungskritische Demonstrationen und Kundgebungen sind im Deutschland des Jahres 2021 nicht mehr erwünscht. Weil sich die Corona-Maßnahmenkritiker trotz der staatlichen Untersagung versammeln, geht die Polizei mit äußerst brutaler Gewalt gegen die Demonstranten vor. Die im Internet kursierenden Videos zeigen schockierende Bilder. Der Journalist Boris Reitschuster zitiert auf seiner Webseite einen Augenzeugen. Zitat: Ein Polizist setzt sich auf ihn und schlug ihn unentwegt immer wieder mit der Faust ins Gesicht. Ich dachte, die bringen den jetzt um. Zitat Ende. Auch die Umstände des Todes eines 49-jährigen Demonstranten sind noch nicht geklärt. Laut Generalstaatsanwalt habe der Mann einen Herzinfarkt erlitten, nachdem er zu Boden gebracht worden sei. Deutschland ist kein Rechtsstaat mehr. Grundrechte, wie etwa sich versammeln oder demonstrieren zu können, werden nur noch gewährt, wenn die Betreffenden die Regierungslinie unterstützen und dem linken Zeitgeist anhängen. Kritik an der alternativlosen Politik der politmedialen Klasse, die sich in allen wichtigen Zukunftsfragen von Corona, Migration, Islam, Umverteilung und Klima einig ist, wird mit dem Entzug von Freiheitsrechten bestraft. Ganz offen und den ansonsten stets betroffenen, mutigen, couragierten und empörten aus Medien, Kultur und Zivilgesellschaft ist das nicht nur egal, sie applaudieren der neuen Einteilung in vollwertige Menschen und Corona-Leugner, ein Synonym für Andersdenkende oder Systemkritiker. Kritiker der vorherrschenden politisch korrekten Ideologie sind nur noch Menschen zweiter Klasse. Österreichs größte Tageszeitung Die Krone in einer Headline über Ungeimpfte: Kleine Gruppe terrorisiert Rest der Gesellschaft. Wer Ungeimpfte als Terroristen bezeichnet, will auch, dass sie so behandelt, sprich eingesperrt werden. Die sogenannte vierte Gewalt, die Medien befeuern und beklatschen, die Demontage des Rechtsstaates, die Außerkraftsetzung der Grundrechte und die Spaltung der Gesellschaft. Sie sind die Lakaien der Herrschenden, bis auf wenige Ausnahmen. Chefredakteur Julian Reichelt schreibt in der Bild-Zeitung, Zitat: Staat verbietet Querdenker-Demos, aber andere nicht. Diese Willkür ist gefährlich. Und weiter: In den Köpfen vieler Politiker hat Corona zu einem gefährlichen, aber sehr bequemen Umdenken geführt. Plötzlich ist verboten, was nicht gönnerhaft erlaubt worden ist. Zitat Ende. Ganz anders die ARD. In der Tagesschau am 25.07. wird zum ersten Mal seit vielen Wochen nicht über die Pandemie berichtet. Die ansonsten täglich verabreichten Corona-Angst- und Panikmeldungen hätten nicht zu Recht zu den 65.000 halbnackten, maskenlosen Feiernden in Berlin gepasst, die ARD übrigens großzügig auf 35.000 abrundet. Vermutlich um das schlechte Gewissen zu beruhigen, das der unterdrückte journalistische Restanstand verursacht. Politiker, Behörden, Justiz und Mainstream-Medien haben an diesen beiden Wochenenden einen politischen Offenbarungseid geleistet, gezeigt, was die Corona-Pandemie für sie in erster Linie ist. Vorwand und Instrument, um ihre Macht ausbauen, Gesellschaft und Staat umbauen, Demokratie und Bürgerrechte einschränken zu können.
Sie fühlen sich aufgrund der breiten Unterstützung durch die relevanten und meinungsbildenden Kräfte der Gesellschaft von Kultur, Medien, Universitätsbetrieb, Kirchen bis zu NGOs so sicher, dass ihre demokratiefeindliche Politik und zum Teil menschenverachtenden Maßnahmen nicht einmal mehr verschleiern oder mit Halbwahrheiten und Ausreden begründen. Die Gesundheit der Menschen, das zeigt sich mit dem langsamen und politisch ungewollten Abklingen der Pandemie immer deutlicher, spielt bei der Corona-Politik, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle. Wird konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast. Kommentare, Analysen, Interviews, Berichte. Jede Woche neu mit den Journalisten von Zurzeit.